Dass man in den meisten Restaurants und öffentlichen Gebäuden nicht mehr rauchen darf, daran haben sich die meisten gewöhnt. Jetzt aber will die Initiative «Schutz vor Passivrauchen» die Schrauben noch mal anziehen. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum «Top Tag». Ja, ist in der Schweiz schon bald ausgeraucht? Dieser Frage gehen wir heute nach. Und zwar machen wir das mit der grünen Nationalrätin, Yvonne Gilly. Herzlich willkommen. Dann mit dem Ernst Bachmann, SVP-Kantonsrat und er ist der Präsident von Gastro Zürich. Und Tabaklobbyist Dr. Marcel Ziggi Zaug. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Herr Zaug, Sie als Lobbyist von der Tabaklobby, wie viel haben Sie heute schon geraucht? Ja, 3 bis 4 Päckchen sind im Laufe des Tages schon zusammengekommen. Ja. Und wie fühlt sich das an in der Lunge? Wie fit sind Sie denn? Ja, topfit. Topfit. Ja, ich habe mich gerade für den Ironman angemeldet. Ja. Aber Rauchen und Extremsport, eigentlich beißt sich das. Wieso geht das bei Ihnen? Ja, das ist einfach... Ich habe eine Konstitution. Man sieht bei mir, Rauchen macht sexy, oder? Es macht attraktiv, erotisch. Das ist überhaupt kein Thema. Sind Sie dann auch so schlank wegen dem Rauchen? Ja, nein. Ich esse einfach. Ich esse gern. Ich esse gern gutes Zeug. Aber ich habe eine gute Konstitution, wie gesagt. Also für mich ist das kein Problem. Wenn man so viel raucht, wie Sie das machen, dann geht natürlich auch ein Haufen Geld drauf. Ja, gut. Ich muss ja nicht zahlen für die Zigaretten. So im Monat für die Zigaretten? Ja, nichts. Nicht, oder? Haben Sie die geschenkt über von der Tabakindustrie? Ja, selbstverständlich. Ich bin ja Kampagnenleiter von der Swiss Tobacco Lobby. Und da komme ich das natürlich alles gratis über, oder? Und dir habe ich schließlich auch eine schöne Schachtel mitgebracht. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Habanas, oder? Ja. Er ist der Tabaklobbyist, engagiert von der Lungenliga. Das ist eine neue Art von Abstimmungskampf, die hier lanciert wird. Ja. Was halten Sie vom Dr. Marcel Zaug? Ja, ich muss mich an ihn gewöhnen jetzt natürlich. Mir ist neu, dass die Lungenliga einen Komiker einschaltet oder einstellt für die Kampagne. Aber vielleicht finden Sie die eigene Kampagne auch komisch und darum passt sie eigentlich zusammen. Frau Gilly, was halten Sie vom Dr. Marcel Zaug? Ja, darf selbstverständlich etwas dazu sagen. Also jetzt geht's los mit dieser Sendung und gerade schon ein bisschen unter Gürtellinien, oder? Also Gegner ernst, oder? Die sind nervös, die stehen mit dem Rücken zu der Wand, aber dass sie als linkes Medium gerade zusammenspannen, oder, und das aufgreifen, das finde ich jetzt schon noch einen Ticken. Oder? Ich habe immer gedacht, Tele top, die sagen top, aber die spannen da zusammen. Das ist auch so ein linkes Medium, oder? Ja gut, aber er ist ja ein Rechter. Also viel rechter wie beim Ernst Bachmann geht es ja nicht. Ja, Ernst und ich sind ja auch alte Freunde, aber wenn sie sagen Kunstfigur, oder? Das sind natürlich, das ist weil die Lungenliga, die Lügenliga, oder? Die stehen mit dem Rücken zur Wand, werden nervös, schwitzen und jetzt kommen sie mit diesen Sachen. Die wollen uns entzweien, oder? Die wollen zwischt. Familie, wenn sie entzwischt. Also ich bin einfach sehr froh um den Herr Dr. Zaug, weil wenn sich die Tabakindustrie selber parodiert, dann kann uns das nur nützen. Es ist ganz schwierig, die Tabakindustrie auch als Gegner zu haben, weil sie nämlich oft verdeckt auftreten. Eben unter anderem auch hinter der Gastronomie sich verstecken oder Gastronomie natürlich ködern. Das kennen wir ja auch aus der Politik, wie Lobbying auch eine Käuflichkeit fördern. Wir kennen jetzt gerade wieder mit dem Sponsoring oder mit dem Finanzieren von Fumoirs. Und da bin ich um den Herrn Dr. Zaug sehr froh, weil er uns eigentlich sehr klar zeigt, wie die Tabakindustrie funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch kein anderes Gesicht von der Tabaklobby. Sie sind das Gesicht von der Tabaklobby. Ja, natürlich. Oder? Und ich kann Ihnen sagen, man kennt mich ja noch nicht lang, oder? Man kennt mich kein so. No, oder? Aber ich arbeite seit 15 Jahren für die Tabaklobby. Einfach im Untergrund. Also im Hintergrund. Mhm, ja. Aber da haben Sie auch etwas falsch gemacht, dass man Sie erst jetzt wahrnimmt. Nein, oder? Wir haben ganz klar gesagt, jetzt ist der Moment to go, oder? Und dann gesagt, jetzt für diese Kampagne, jetzt ist es fast voll, oder Ernst? Jetzt ist es fast voll. Und wir haben gesagt, so, jetzt langt's. Jetzt gehen wir raus an die Öffentlichkeit, oder? Ich will beim Ernst Bachmann schnell nachfragen. Sie selber sind Wirt. Sie haben ein Fumoir in Ihrem Betrieb im Muggenbühl. Und zwar ein Bedienstfumoir. Das sind genau die Fumoirs, wo, wenn die Initiative angenommen wird, müssten verschwinden, respektive man dürfte die nicht mehr bedienen. Was würde das für Sie bedeuten? Das bedeutet für mich, dass ich von dem Tag an, wo das in Kraft treten würde, aus dem Fumoir, aus dem Raum wahrscheinlich ein Fondue- und Raclette-Raum machen. Das ist in dem Quartier, wo ich bin, ein Bedürfnis. Mit dem Ding, dass dann die Leute ständig rausgehen, also die Halbkundschaft ist dann ständig voraus am Rauchen. Aber das haben wir uns gewöhnt, schon bis jetzt, mit dem Bundesgesetz. Und auch die Gäste haben sich ein bisschen an das gewöhnt. Aber ich höre ein bisschen aus, es wäre für Sie nicht so ein Drama, wenn Sie schon Plan B haben. Ich glaube,
Unsere Haltung war immer klar. Reine Speiserestaurants, die leiden nicht unter dem Rauchverbot, weil Essen ohne Rauchen ist klar eine Verbesserung des Komforts. Aber die kleinen Dorfbeiz auf dem Land, wo man einen Schlummi nehmen, wo man am Stammtisch zusammengeht, wo einen Sozialaspekt hat, die leiden gewaltig, auch in der ganzen Schweiz. Das erlebe ich auch täglich, wenn ich auch als Gastro-Suisse-Mann unterwegs bin. Frau Gili, sind Sie eine Spassbremse? Das ist immer nicht mit diesen Forderungen. Es gibt ja auch 8 Kantone, wo die Forderungen umgesetzt sind, also wo es gar keine Veränderung mehr gibt. Mhm. Es gibt Nachbarländer, wo die Forderungen umgesetzt sind. Und ich verstehe die Befürchtung, die Herr Bachmann hat. Und ich glaube, dass die Ungleichheiten, die wir jetzt gerade in der Schweiz haben, tatsächlich teilweise auch die Befürchtungen bewahrheitet. Ich komme ja genau zu so einem Ort. Ich wohne an der Grenze zum Kanton Thurgau in Wil. Und dort ist es so, oder? Wil ist die Initiative umgesetzt. Für alle St. Galler und St. Gallerin verändert sich gar nichts. Es ist keine zusätzliche Forderung. Aber in Thurgau beispielsweise verändert sich natürlich massiv. Weil da gibt es ja noch die 80 Quadratmeter. Genau. Wenn man kleiner ist, darf man einen Raucharbeit betreiben. Und das ist für uns in Wil ein Wettbewerbsnachteil, oder? Also, weil es gibt, und das stimmt, was der Herr Bachmann gesagt hat, es gibt eine Kundschaft, die natürlich das Rauchen an der Bar zum Beispiel sehr schätzt. Das sind unter anderem auch sehr junge Leute. Die haben jetzt in Wil in Fussdistanz ein Restaurant, wo so bedient ist, wo sie rauchen können. Und das ist klar, dass das dann ein Wettbewerbsnachteil ist für ein Restaurant, das gleiche Profil hat in Wil. Das ich wird beseitigt mit dieser Initiative. Es nicht geschafft hat, das einheitlich zu machen. Oh, jetzt gibt es kantonale Unterschiede. Der eine kann es so, der andere etwas anders. Es ist irgendwie ja, ein bisschen komisch. Ja, jetzt muss ich auch mal etwas sagen. Ja, grünes Fräulein, Entschuldigung. Ja, jetzt muss ich einfach mal sagen, oder? Also, das ist typisch, oder? So die 68er-Generation, oder? Denen haben wir das Ganze zu verdanken. Oder? Wieso? Was da im Moment läuft mit dieser Verbotskampagne, oder? Also mit dieser Verbotsgesellschaft. Ich sehe nicht so alt aus. Ich gehöre nämlich zu den Nachkommen. Ja, sehr gut. Ja. Ich bin auch 68er, ja, 68er. Wie mein Gabriel. Dodge Corona, 68. Ja. Nostalgisch. Nein. Aber was ich wollte sagen, oder? Die 80er, 60er Generation, die haben alles genossen, was es früher gegeben hat. Ja, die sind ja extrem liberal. Die haben alles ausprobiert, oder? Jeder Keibe Kugels. Ja? Und jetzt, wenn es uns der heutigen Generation, der heutigen Zeit, wenn es alles verbieten, was irgendwie Freude macht. Oder? Im Kern, das muss ich jetzt noch sagen, Passivrauchen verbieten heisst im Kern nichts anderes als «No Sex, No Drugs, No Rock'n'Roll». Ja? Und das ist eine Sauerei, oder? Als Medizinerin nach 30 Jahren Rauchen ruft also die Impotenz. Also wenn sie vom Sex reden. Also eben. Sie wollen das alles. Ja, das merke ich schon. Ja, Herr Bachmann. Also, ich glaube, wir müssen in der Diskussion ein bisschen sachlicher werden. Der Fakt ist einfach, dass wir 40% von unseren Einwohnern haben, die rauchen. Man diskriminiert die Raucher heute. Und wir wollen nicht eine Gesundheitsdiskussion führen. Rauchen ist schädlich. Aber wir wollen, dass in unserer Gesellschaft Platz hat für Raucher wie für Nichtraucher. Und für das ist das Bundesgesetz eine gute Lösung. Und die Gäste haben sich auch an das gewöhnt. Die jetzige Initiative der Lungenliga ist einfach eine Zwängerei. Das geht Richtung Prohibition. Und wir wissen, 1919 bis 1933 in Amerika, da ist die Mafia entstanden, dank der Alkoholprohibition. Und bei uns geht es jetzt weiter. In Genf haben sie bereits die nächste Initiative lanciert mit Rauchverbot im Freien. Wörtlich steht, man muss, wenn man von draussen geht, rauchen, 20 bis 30 Meter weg vom Gebäude. Da muss ich dann fragen, gehen dann unsere Mitarbeiter auch irgendwie 20, 30 Meter weg? Und nehmen Sie mal diese Städtchen. Die Altstadt, das Niederdorf zum Beispiel, in Zürich, da sind sie nach 5 Metern ja schon vor dem nächsten Eingang. Aber Herr Bachmann, da werden erst Unterschriften gesammelt. So weit ist es noch nicht. Wir stimmen nicht über das ab, sondern jetzt geht es um den Schutz des Passivrauchs. Nicht, dass man es durcheinander bringt. Aber es geht darum, dass das BAG, dass der Mensch immer mehr eingeschränkt wird in seiner persönlichen Freiheit. Ist es ist ein Salzprogramm beim Bund und beim BAG. Und wir müssen dem mal Einhalt gebieten, dass der Mensch noch selber entscheiden kann. Ich habe nie geraucht. Ich werde 45 Jahre, Frau Doktor, und bin eigentlich gut zu Weg. Und habe passiv geraucht und bin topfit und werde jeden Tag.
Also immer nur allem geschuldet, und Passivrauchen ist eben also, auch nicht... Sagen Sie, das Passivrauchen spielt keine Rolle. Ihnen geht es gesundheitlich gleich gut, ob Ihr Betrieb geraucht wird oder nein, nicht? Nein, das sage ich ja nicht. Ich tue aber seit 15 Jahren jeden Artikel auf die Seite der ganzen Welt. Mhm. Und es ist zwischen Medizin und Wissenschaft immer ein Streit. Mhm. Wenn ein Wissenschaftler etwas sagt, sagt eine Woche später der Mediziner etwas anderes. Und das Unseriöseste, was in der letzten Zeit passiert ist, dass man kaum ist, seine Kraft hat man schon erzählt, es gibt weniger Herzinfarkte. Das ist unseriös bis am Bach, aber das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, woher Sie das haben. Vielleicht weiss das Frau Kille als Ärztin. Da bin ich natürlich wirklich gefragt als Ärztin. Und in dem Sinn schaffen wir ja, also alles unser Wissen als Ärztin neben unserer Erfahrung beziehen wir ja von den Ärzten und Ärztinnen, die wissenschaftlich arbeiten. Und im Bereich des Passivrauchen, gibt es Jahrzehnte Erfahrung über die Schädlichkeit. Und da gibt es jetzt wirklich weltweite Studien mit Zehntausenden von Leuten, die wirklich wissenschaftlich und klinisch... Oh, jetzt auch, bei Ihnen ist aber ein Rauchverbot. Haben wir jetzt so ein Passivrauchen, ja, Fragile, ein bisschen Schütze. Sie dürfen gerne schnell rausgehen, ja, aber nicht gesagt, im Studio. Vorher haben Sie gesagt, ich werde es nicht im Studio. Ausmachen, Schutz vor Passivrauchen. Ja, nein. Spricht der Herr Bachmann. Ja. Spricht yeah. Die Studien in Sie dürfen gerne da bleiben, aber ohne Zigaretten und sonst rausnehmen. Jetzt sind Sie hier. Okay. Ist gut. Das ist gut. Ja, das ist sorry, pardon. Sache ist schon gut. Der Herr Bachmann spricht die Studien in Genf und im Kanton Graubünden an, die gezeigt haben, dass Zuweisungen in die Spitäler wegen akuten Atemwegskomplikationen oder wegen Kreislaufkomplikationen mit Herzinfarkt zwischen 5% und 20% zurückgehen nach 1 bis 2 Jahren rauchfreie Restaurants. Und wenn man nur diese Studie hätte, dann wäre seine Kritik berechtigt. Dann würde man sagen, okay, da hat es vielleicht andere Effekte, die man nicht ins Auge gefasst haben. Wir wissen aber, dass diese Studie eben bestätigt, was man in anderen Ländern auch festgestellt hat. Und von dort her sind sie glaubwürdig, auch wissenschaftlich. Und aus medizinischer Sicht ist es eben spannend, es gibt bereits kurzfristige Effekte. Und das ist, weil ein Herzinfarkt oder eine akute Atemwegskomplikation, die braucht oft auch einen akuten Auslöser. Das kann zum Beispiel ein üppiges Mahl sein in einem Restaurant. Oh, ja, aber das kann eben auch rauchgeschwängerte Luft sein. Und wenn jemand in einem Restaurant sich aufhält und nicht raucht, und er wird sich dort einen Tag lang aufhalten, und es wird drinnen geraucht, dann raucht er ungefähr 15 Zigaretten. Gut. Und wenn jemand in einem kritischen Zustand ist, dann kann das lange zum einen Herzinfarkt auslösen. Und das ist eben statistisch so signifikant, dass sich das wirklich sehr schnell ausdrückt. Das spart uns sehr viel Kosten, aber auch sehr viel menschliches Leben. Also, dass Rauchen aber, nicht gesund ist, glaube ich, wissen alle in dieser Runde jetzt auch. Sie sind Ärztin. Sie schauen das Ganze einfach viel zu medizinisch an. Kann ich Ihnen schon sagen. Aber schauen Sie mal, da, mit dem Passivrauchen ist schädlich. Das ist doch ein Witz, oder? Also, ich meine, die ganze Kampagne, die ihr startet, der Körperteilverein, oder? Ich meine, mit diesen schwarzen Balken, das sieht aus wie eine Todesanzeige. Das ist reine Panik machen. Oder hat irgendjemand von euch jemals eine rechte Todesanzeige gesehen, wo Passivrauchen als Todesursache draufsteht? Ganz sicher nicht. Eben, also ganz das sicher Rauchen nicht. Und das Passivrauchen nicht unbedingt nicht, gesund ist, das wissen wir alle. Herr Bachmann, jetzt ist es aber natürlich so, wir haben in der Schweiz ein Verhältnis von 1/3 Raucher, 2/3 Nichtraucher. Eigentlich müsste man gar keine Abstimmung machen, weil das Verhältnis ist eigentlich klar. Die Zahlen stimmen absolut nicht. Gerade vor einem Monat auch hat BAG wieder neue Zahlen herausgegeben, die gesagt haben, dass die Prävention eigentlich total versagt hat. Die Raucherzahl der Raucher ist einmal ein bisschen zurückgegangen, auch aufgrund von anderen Lebensformen. Man lebt gesünder, man will ein bisschen für sich schauen. Im Moment stagniert es aber bei der Gehaltung und bei den Jungen, vor allem auch bei den Frauen, ist es nicht abnehmend. Also bei jungen Frauen vor allem, ja. Wir führen nicht eine Diskussion über Gesundheit. Wir führen das, und wenn Sie sagen, 1/3, sind das immer noch 2,5 Millionen Leute in der Schweiz. Ja, aber es ist gegen 2/3, oder? Die haben auch ihr Recht. Und darum sage ich, mit der Bundeslösung, mit Betrieben, die man rauchen darf, mit Betrieben, die man nicht rauchen darf, das ist ein grosser Teil. Ich bin den ganzen Tag unterwegs und habe nie ein Problem in einem Lokal, wo man nicht raucht. Also da wird einfach massas übertrieben. Wir sind der Meinung, mit der Bundeslösung haben wir eine gute Lösung. Das GFS sagt, dass 59% im Moment für die Initiative sind. Meinen Sie, Sie haben überhaupt eine Chance, dagegen anzutreten? Eine Chance hat man immer. Wir müssen kämpfen. Wir wissen, dass es das einen knappen Ausgang gibt. Aber wir spüren auch, dass
endlich wieder einmal ein bisschen den gesunden Menschenverstand gefragt ist, dass der Bürger sagt, heute sagen wir im Betrieb Nichtraucher, ja, aber jetzt ist langsam, hört auf, was wollen Sie denn noch? Sagen Sie, mit wem wir dürfen ins Bett, sagen Sie noch, was wir dürfen trinken, mit allem. Das ist das Denken langsam. Das ist die Verbotsgesellschaft, oder? Das ist die Verbotsgesellschaft, die eigentlich immer weitergeht. Sie jetzt oft vom Rauchen redet und von der Freiheit, von der individuellen Freiheit und mehr von der Initiative redet vom Schutz vor dem Passivrauchen. Und da geht es in erster Linie. Da geht es in erster Linie. Aber natürlich parallel, oder? Da geht's in, nein, das ist wirklich, sind wirklich zwei verschiedene Passionen. Das muss man auch unterscheiden. Es geht in erster Linie um den Schutz von Arbeitnehmenden. Und das sind viele junge Frauen, die eben unfreiwillig, weil das Restaurant ihre Arbeitsstelle ist, am Passivrauch ausgesetzt sind. Und dort hört eben die persönliche Freiheit auf. Rauchen darf jeder so viel, wie er will. Aber wenn jetzt die Person... Auch rauchen im unbedienten Fimoir statt der Fondue-Beiz könnten sie auch ein unbedienter Frau Gilli, wenn jetzt eine Person in so einem bedienten Fimoir schafft, die selber Raucher oder Raucherin ist, ist es dann so viel mal schädlicher, dass die in so einem Fimoir drin ist? Oder ist es nicht viel schädlicher, wenn sie den ganzen Abend 10 Zigaretten hinten raus rauchen? Das ist doch eigentlich die Frage. Also dort kommt es ja, ganz konkret im Beispiel könnte man jetzt sagen, ja, so einer Person ist es wahrscheinlich auch gleich in einem Raucherlokal zu arbeiten. Genau, das meine ich. Wenn man individuell als Ärztin ich ihre Gesundheit anschaut, dann macht es natürlich einen Unterschied, weil Passivrauchinitiative hat ja auch indirekte Effekte. Also sie hat beispielsweise den indirekten Effekt, dass die Raucher weniger rauchen. Und damit... Einfach, weil sie weniger Gelegenheit haben zum Rauchen und erstaunlicherweise rauchen sie sogar in der Folge auch daheim weniger. Und damit hat auch ihre Familie einen positiven Effekt. Aber um das geht es nicht. Passivraucher zahlen nichts, oder? Die zahlen überhaupt nichts. Sie haben vorher nach den Kosten gefragt. Ich finde, das ist auch eine, wie teuer das ist, oder? Wie teuer das ist für den Normalbürger. Und der Passivraucher kann gratis mitrauchen, oder? Die Raucher müssen zahlen, Passivraucher haben es gratis. Das ist eine elende Sauerei. Elende Sauerei. Haben Sie Mühe zum Personal finden für ein Bedienstfimoir? Überhaupt nicht. Also da mit dem Personal wird einfach gelogen und erzählt. Ich habe vorhin gesagt, ich werde 45 Jahre alt. Ich glaube, seit ich werde, hat man schon in der Küche, in den rückwärtigen Räumen, in den Buffets etc. hat man überhaupt nicht geraucht. Das ist eine Sauerei, auch von der Hygiene her. Aber im Restaurant, wir haben hier nicht zu rauchen, wegen uns erfunden. Wir haben Gäste, die, wenn sie frei haben, in ein Lokal gehen und dann gehört, eine rauchen zum Genuss, wenn ein anderes Gläschen trinkt oder einen Schnaps oder was auch immer. Und ich habe langjähriges Personal, also im Schnitt 15 bis 20 Jahre. Und ich habe nicht eins, das gesagt hat, ich will wegen dem Rauchen nicht mehr arbeiten. Ich habe aber von meinen 20 Leuten sind wahrscheinlich etwa 7 sind Raucher selber. Und auch so, wo ich nicht einmal gemerkt habe, dass sie rauchen, weil sie eben auch in die Garderobe oder hinten rausgehen, was auch immer. Aber Probleme habe ich ja gar nie gehabt. Geht es noch? Ja, schon ein nervöses Zittern durch die Zigarette? Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ja, jetzt geht es langsam. Sonst können Sie also ungeniert, wenn es nicht mehr geht. Nein, ist kein Problem. Machen Sie dann spezielle Verträge? Oder müssen wir spezielle Verträge ja, machen? Ja, wir haben in den Arbeitsverträgen ist das eingedruckt, dass jemand einverstanden ist, dass er in einem Fimoir auch arbeitet. Und bei mir ist das jetzt, sind das zwei, die das Fimoir abdecken, die aber selber rauchen. Die reissen sich fast um den Dienst, weil das Fimoir ist immer knallvoll. Und immer essen, trinken, jassen, einfach gemütlich. Und rauchen. Eben, die reissen sich drum. Das ist das, was ich gesagt habe. Rauchen macht einfach auch erotisch, oder? Das schmeckt fein, das ist doch klar. Ein anderer Aspekt, den ich noch mal sagen muss, ist einfach, ich habe gerade am Samstag wieder ein Hochsieg. Und das ist einfach eine Tatsache. Von dem Hochsieg von 50 Personen sind 25 immer verrissen am Rauchen. Es ist für die Gesellschaft, Gesellschaft schlecht. Der Konferenzier, wenn man sagt, man muss immer wieder die Leute holen. Wenn du essen willst, musst du schauen, dass du immer alle am Tisch hast. Dann hast du auch wie ein Speislokal. Manchmal sieht es so komisch aus und dann merke ich, ja, da ist die Hälfte vom Tisch ist verrissen am Rauchen. Die Hälfte steht, Kommunikation, alles liegt ein bisschen darunter. Seit das Gesetz eingeführt wurde, gibt es übrigens auch viel mehr Lärmklagen. Das ist ein bisschen der Umkehrschluss, weil die Leute rausgehen und rauchen. Oder? Also vor allem jetzt in den grösseren Städten. Dort ist klar, dass die Lärmklagen nicht in erster Linie sind, weil die Leute von draussen gehen und rauchen, sondern weil es einfach mehr Leute hat. Ja, aber auch wegen Rauchen natürlich, weil sie ihnen nicht mehr dürfen. Gehen sie voraus. Und ein einzelner Platz kann durchaus so sein, ist im Leben so,
die Umsetzung dieser Initiative in der ganzen Schweiz. 8 Kantone haben sie ja. 8 Kantone, für 8 Kantone ändert sich nichts. Und die Bevölkerung ist zufrieden mit dieser Lösung. Die Bevölkerung ist auch zufrieden mit dieser Lösung in Italien. Die Bevölkerung ist zufrieden in Frankreich. Die Bevölkerung ist zwischen in der Romandie. Und ich denke, das ist wirklich ganz wichtig zu wissen. Aber es gibt eine neue Kultur. Es gibt tatsächlich das, was Herr Bachmann gesagt hat, dass es halt eine Gruppe von Rauchern und Raucherinnen gibt, die dann vorausraucht. Es gibt Raucher und Raucherinnen, wo werden die unbedienten Fümarzt rauchen? Also es gibt eine neue Kultur, es gibt eine Veränderung. Aber dort, wo sie umgesetzt ist, dort zeigt die Bevölkerung, sie sind zufrieden. Sie sind sogar zu 3/4 zufrieden. Allen kann man es nicht recht machen. Und in einer sozialen Gemeinschaft braucht es immer eine Rücksichtnahme. Also eine Hochseegesellschaft, wo die Hälfte von außen ist und die Hälfte drinnen ist, das kann auch aus anderen Gründen so sein. Das kann auch sein, weil die Luft ein bisschen muffig ist. Die Familie nicht versteht, zum Beispiel. Und draussen angenehm lüftig ist. Ich glaube, eine soziale Gemeinschaft muss einen Grund haben, warum sie zusammen sind. Das kann eine Konferenz sein, die etwas zu sagen hat und dann kommen alle rein. Aber da kann man jetzt nicht am Schutz von Passivrauchen zuschieben. Mama, auf mich, Kamera! Oh, Mama, wie, da! Extra etwas mitgebracht. Extra das Bild mitgebracht. Wir müssen ein bisschen anzoomen, oder? Da, oder? Ich zeige es Ihnen schon auch. Grünes Fräulein, oder? Also, jetzt muss ich doch mal ganz klar sagen, oder? Was ist das da? Der Rütli-Schwur, oder? Aber das ist das Original. Das ist das Original, oder? Unzensiert, da oben mit den Zigaretten. Die stehen alle so da. Das ist doch kein Zufall. Also erzählt, haben Sie sich das noch nie gefragt? Das ist doch kein Zufall, oder? Sie sind schon ein bisschen hängen geblieben in der Zeit. Die stehen alle so da. Der Rütli-Schwur und das Fräulein, die sind doch alle wirklich schon längst vergangen. Ich sage Ihnen, Schweiz und Freiheit, das gehört zusammen. Und Schweiz und Freiheit und Rauchen, das gehört erst recht zusammen, oder? Schon damals bei der Gründung der Eidgenossenschaft, vor Tausenden von Jahren, oder, haben die wackeren Männer die Freiheit mit Tabak besiegelt. Beraucht. Habe ich recht? Und das sind die Gesundheitsapostel, die Gesundheitstaliban, die das wieder retuschiert haben, oder? Damit die Ware nicht ans Licht kommt. Ich will mal schnell weg von diesen bedienten Fümoiren. Es gibt ja auch noch andere Einschränkungen. Nicht ganz klar ist, was mit dem Einzelbüro passiert. Also darf ich im Einzelbüro rauchen, wenn allenfalls mal ein Nichtraucher reinkommt? Und ein anderes Beispiel, wie ist es bei mir daheim, wenn ich eine Putzfrau habe, die angestellt ist, aber die jetzt allenfalls Nichtraucherin ist? Frau Gilli, darf ich dann daheim nicht mehr rauchen, weil ich die muss vor einem Passivrauch schützen? Ja, private Räume daheim, die nicht öffentlich zugänglich sind. Und eine Wohnung ist nicht öffentlich zugänglich. Also dort dürfen Sie? Dort dürfen Sie rauchen. Das betrifft Passivrauchinitiativen überhaupt nicht. Dass das glaubwürdig ist, zeigen die 8 Kantone, wo es wirklich umgesetzt ist. Das ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Dort ist die individuelle Freiheit, aber auch die individuelle Rücksichtsnahme gefragt. Dort ist man wirklich frei. Das ist eben nicht die Wahrheit. Das tun die Juristen vom Bundesamt heute wieder. Am Morgen habe ich es noch gelesen. Die Initiative sagt, jeden Arbeitsplatz, das ist das Einzelbüro, das ist die Lastwagenkabine. Jetzt werden die Initianten nervös, greifen den Bundesrat per se an, auf eine unflätige Art eigentlich, weil sie selber nicht mehr wissen, was sie eigentlich gefordert haben. Und das mit dem Haushalt, wenn sie ein Hausmeidli haben, wo bei ihnen angestellt ihr Haushalthilfe, ist das auch ihren Arbeitsplatz. Und heute sagen sie ganz klar, wenn die Initiative durchkommt, ist jeder Arbeitsplatz rauchfrei. Nur das Parlament könne dann noch wieder in einer Korrektur von dieser Initiative im Nachhinein wieder etwas ändern. Was heisst denn das konkret? Wenn ich jetzt mein Auto brauche als Gerät zum Arbeiten, dann ist es mein Arbeitsplatz. Wenn ich privat umfahre, dann darf ich rauchen. Wo ist denn da die Grenze? Du brauchst ein Cabrio, so wie ich. Hast super Lüftung, oder? Also das Auto als Einzelarbeitsplatz ist jetzt vielleicht doch ein bisschen absurd. Ja, Vertreter beispielsweise, Lastwagenchauffeur, Lieferant. Also ein Vertreter ist ein gutes Beispiel, vielleicht, weil ein Vertreter eigentlich in der Regel sein eigenes Auto hat, das einfach vom Geschäft gezahlt ist. Also der darf. Und dort raucht niemand passiv mit. Es ist eine Passivrauchinitiative. Und wenn er den Stift dabei hat, einmal mit dabei hat, dann, ich glaube, raucht er halt in diesem Auto auch. Also es gibt keine perfekte Welt und es gibt keine schadlose Welt. Aber der Einzelarbeitsplatz, das ist noch wichtig, weil das ist ein Konstrukt wirklich von den Gegnern, oder? Das so zu einem Thema zu machen. In der Initiative ist der Einzelarbeitsplatz so namentlich ja kein Thema. Sondern dort ist es klar,
Der Schutz. Excuse, jetzt sage ich, jetzt müssen Sie mal einen Moment ruhig sein. Ja, im Zug. Überall. Ja, jetzt müssen wir Sie, schnell es ist wirklich so, dass der Schutz vom Passivrauchen, der wird jetzt einfach mit dieser Initiative flächendeckend gleich umgesetzt, so wie wir es schon in 8 Kantonen haben. Und es geht nur ums Passivrauchen und es geht nicht ums Aktivrauchen. Und jetzt ist es so, dass sogar in der jetzigen eidgenössische Regelung, die ja weniger weit geht, weil man noch bediente Fumoirs haben. Das ist nämlich dann der Hauptunterschied, dass es keine bediente Fumoirs mehr gibt und kein kleine Raucherlokal mehr gibt. Der Einzelarbeitsplatz ist jetzt schon so ausgelegt, dass wenn dort Dritte zu Schaden kommen, dass dort ein Rauchverbot gilt. Und da ändert sich eigentlich gar nichts. Es ändert sich nichts. Die Ausnahme, das ist wichtiger, Bachmann. Das steht auch im Initiativtext, dass es Ausnahmen gibt, die zu regeln sind. Und im Übrigen müssen wir gar nicht Angst haben vor diesen Ausnahmeregelungen, weil es nämlich das Parlament ist, das nachher das Gesetz macht und wo dort die Ausnahmen definiert sind. Und da sehen wir ja von der Mehrheit her, dass da wirklich der gesunde Menschenverstand nach wie vor wird spielen. Ganz kurz, Herr Bachmann, es gibt schon wieder Ausnahmen. Ist das gut oder schlecht? Ja, es interpretieren natürlich die Ausnahmen alle ein bisschen für sich. Mhm. Aber das mit den Arbeitsplätzen ist einfach so, das steht im Gesetz. Und wenn der Lastwagenchauffeur von Basel bis auf Chiasso in seiner Kabine nicht rauchen darf, sein Arbeitsplatz, wer kontrolliert das überhaupt? Müssen es noch neue Polizei, eine Raucherpolizei schaffen, um das zu kontrollieren? Und das sind so Sachen. Und wenn der in seiner Kabine raucht, ist der mehr Schadstoff ausgesetzt, wo keine Lüftung wahrscheinlich hat. Gut, er kann die Fenster drinnen haben. Es geht um Aktivrauchen und nicht um Passivrauchen. Passivrauchen heisst, es raucht jemand mit, jetzt während seiner Arbeit, wo nicht will rauchen. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Ich möchte als Letztes von Herrn Zaug noch ganz kurz wissen, ja. Die Sendung ist schon fast fertig. Ja. Wo rauchen Sie am liebsten? Auf dem Balkon vom Bundeshaus. Ich möchte mich bedanken für die engagierte Diskussion. Ja. Herr Zaug, Herr immer Bachmann, engagiert. Frau Gili, alles Gute. Danke für den Besuch bei uns im Studio. Das war der Top-Tag. Heute mit rauchenden Köpfen. In ein paar Augenblicken gibt es bei uns News vom Tag. Danke fürs Interesse. Auf Wiedersehen.